Und jetzt noch die Musiknote da oben. Und dann hätten wir schon fast alles, oder? Vielleicht hatte Toadi noch welche für uns. Ich weiß es nicht. Aber mal schauen. Nicht zu weit laufen, Mario. So, mal gucken. Ach, was? What the fuck? Nein! Okay, man hat auf jeden Fall genug Zeit. Wartet mal. Nein, das war schon wieder viel zu scheiße. Kacke. Oh nein, sind wir noch gestunt. Okay, okay, okay. Ich wollte, nachdem ich nämlich oben die Kappe geworfen habe, direkt die ersten hier schon wieder mitnehmen. Warum macht das denn nicht? Shit. Wir dürfen auch nicht gestunt sein, ne? Ja, okay. Wir müssen das anders angehen. Andere Taktik. Moin, Red Hair, don't care. Willkommen im Stream. Wie geht's? Gut geschlafen? Ey, das geht viel zu schnell runter, die Plattform. So, dann machen wir erst so. Dann machen wir so. Versuchen noch... Das war... zu spät. Scheiße, wir haben die eine übersehen. Kacke. Nein, nur die eine, ne? Fuck. Ey, das ist gar nicht so einfach. Ja, jetzt haben wir aber die drei schon mal. Nicht gestunt sein und fallen runter. Easy. Habt ihr gut geschlafen? Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Ey, ich finde diesen Notenblock gar nicht so easy, ne? Weil man halt genau im richtigen Moment, wenn man auf der richtigen Höhe ist, die scheiß Kippi da loswerfen muss. What the fuck? Okay. Boah, Mario. Bin noch gar nicht richtig wach. liegt der noch im Bett? Jetzt den Käppi werfen? Ne, 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 so klappt das auch nicht. Okay. Scheiße, das muss anders gehen. Das muss anders... Wir müssen halt einfach auch treffen, ne? Wir müssen halt auch einfach treffen. Ah, so eine Kacke. Was eine Scheiße. Oh Gott, diese scheiß Musiknote, ey. So. Und direkt werfen. Leider nicht so. Wir müssen es auch schaffen, dass wir, während wir hochgehen, noch die Noten bekommen. Nee. Nee, 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 nee. So wird das nix. So wird das nix. Ich will der Allerbeste sein. Ja, den Alert müssen wir wohl mal ein bisschen leiser machen. Ich glaube, der ist ein bisschen laut. Kann das sein? Scheiße. So. Nein. Oh, wir haben schon alle. Das ist die einzige Note noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Wir haben's. Nice. Danke für die beiden Resubs. Loki und Red Hair. Bin noch gar nicht richtig, aber sonst ja. Und du? Was lese ich nicht? Was soll ich denn nicht lesen? Was soll ich denn nicht lesen? Ich habe gut geschlafen, ja. Danke für die Resubs. Schön, dass ihr da seid. So. Ach so, die liest auch nicht. Du meinst nicht mich, du meinst die. Ach so. Ja, wobei das mit dem Vorlesen sowieso irgendwie ein bisschen nervig manchmal. Also, weiß nicht. Das mit dem Vorlesen bei den Follows ist irgendwie ein bisschen... Keine Ahnung. Also, von mir aus könnten wir das auch wieder rausnehmen. Dass sie das bei den Follows vorliest. Aber bei den Subs ist das schon ganz gut, ja. Wie viele Monde fehlen uns noch? 9 von 9 haben wir alle.
Was ist, wenn wir Toadie ansprechen? Hallo, Tiskayla, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Willkommen im Stream, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Grüß dich. Jo, hier haben wir alles, perfekt. Dann können wir aus dem Wolkenland schon wieder abdüsen. So. Machst du mir Kaffee? Wer, ich? Oder meinst du den Loki? Ich mache bestimmt keinen Kaffee. So, wir könnten jetzt noch einmal, bevor wir in New Dong City gehen, könnten wir das Ruinland einmal machen. Hä, hey, ich will mich ja, ich weiß, ich drück mich ja nur. Ich drück mich ja nur vor dem Seilspringen, ich weiß. Gut geht's dir, das ist schön. Die meisten, die du sonst schaust, die streamen morgens nicht. Ja, da schlafen sie wahrscheinlich noch, ne? Ist ja auch echt schlecht, Marvin. Das wäre echt schlecht, da hast du recht. Da hast du recht. Machen wir noch einmal das Ruinland. Weil ich echt gar keinen Bock auf dieses scheiß Seilspringen habe. Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls. Das sollten wir uns auf alle Fälle ansehen. Hallo Nieschein, willkommen im Stream. Müde. Und vielen, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön, Dankeschön. Wie wird denn dein Name ausgesprochen? Tiskayla? 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 Weiß jetzt gar nicht, wie man das aussprechen soll. Und die Nina ist auch da und noch ganz, ganz müde. Wir aktivieren erstmal den Mondquader. Hier unten war er, genau. Ja, das ist ja auch erstmal überschaubar, ne? Aber 2 von 10, das heißt, Krakelchen gibt's ja gar nicht, ne? Das heißt, Toadie hat gleich auch noch auf jeden Fall. Ach, wir können uns doch porten. Hat gleich auch auf jeden Fall noch ein paar Monde für uns. Möchte es nicht aufstehen, dann bleib doch einfach liegen. Huch. Tiskayla. Dann heißt es wohl Tiskayla. Okay. Aber weiß ich Bescheid. So, wo haben wir hier die doofe Röhre? Hier haben wir die doofe Röhre. Jupp, perfekt. Merke ich mir. Okay, hier weiß ich, glaube ich, schon direkt, wo sich auch der versteckte Mond befindet. Wow, mit denen habe ich nicht gerechnet. Alter, haut ab. Ey. Okay, das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Scheiß, die Wand an. Mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber mit ihm hier können wir die doch bestimmt einfach umlaufen, oder? Nein, können wir nicht. What the fuck? Okay. Ah, aber wenn wir in dem Sprint sind. Wenn wir in einem Sprint sind, dann können die nichts gegen uns machen, okay. Aber ich dachte eigentlich, dass sich der versteckte Mond hier befinden würde. Tut er nicht. Oh, tut er nicht. Okay. Wenn wir die ganzen Knochen in diesem Sprint hier kaputt machen, ist das doch gar nicht mehr so schwer, wie ich dann am Anfang gedacht habe. So. Fragt sich jetzt nur noch, wo der versteckte Mond ist. Das hat doch bestimmt 100 Pro auch irgendwas mit ihm hier zu tun, oder nicht? Wir schnappen uns erstmal das Herz hier.
Ach komm, scheiß erstmal auf den. Wir schnappen uns den einen Mond. Und dann gucken wir mal, wo der zweite ist. Wo ist der zweite? Au! Lasst mich in Ruhe, hallo! So, hier hoch. Ach, ich verstehe. Er hier ist der zweite Mond. Aber wie kriegt man den kaputt? Einfach nur, aua, scheiße. Einfach nur oft genug treffen? Hä, wo soll er denn jetzt hin? Hm? Bist du ein Mond statt kein Mond? Das ist eine weise Aussage. Hast du absolut recht. Hä, aber wie mache ich den kaputt? Nein! So, habt ihr jetzt auch geschafft aufzustehen. Ah, aufstehen. Bleibt einfach liegen. Warum stehst du denn auf? Es ist Sonntag, hallo? So, wie machen wir den denn kaputt hier? Mit diesem Football-Tennister kommen wir hier nicht hoch, ne? Oder? Ne, kommen wir nicht. Wie kriegt man... Mit dem Long Jump, oder? Kriegt man die so kaputt? Ist so, schau auch vom Bett aus. Genauso muss das sein. Schön bequem machen und einfach nur zuschauen. So muss das sein. Und warum kommt der jetzt nicht? Hallo? Mondknochen, trocken, irgendwas? Oder war das nur Zufall, dass das hier oben ist? Kann der auch hier unten spawnen? Ach, gesagt, bloß der kann... Oh, der kann auch hier unten spawnen, oder was? Das kann gut sein, ne? Das war gerade vielleicht nur Zufall, dass der oben gespawnt ist und nicht hier unten. Oder? Du sagst, er spawnt nur oben. Kann natürlich auch sein, ne? Okay. Wenigstens... Ach, als ob der Marcel dir Kaffee gemacht hat. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Hallo! Komm her, du Mumie! Gib mir den Mond! Ich habe doch keine Zeit jetzt. Hier, hopp, hopp, komm schon! Ah, ich habe schon wieder vergessen! Aber mit Long... Aua, scheiße. Aber mit Long Jumps kriegt man die kaputt? Das heißt, ich versuche gleich einfach mal einen Longjump gegen die zu machen. Und die Nina liegt doch bestimmt auch noch im Bettchen, oder Nina? Nein, ich wollte mich da festhalten, jetzt sterben wir! Oh, Glück gehabt. Nein! Ich wollte nicht kaputt machen. Was kann ich denn machen, damit der das spawnt? Ist das Zufall? Muss ich irgendwas tun? Und muss ich den irgendwie triggern, dass er da oben spawnt? Oder wann spawnt er denn? Ich habe ihn noch nicht gesehen bis jetzt. Ich mache mal hier wieder alles kaputt. Sind nicht alle so fies wie ich? Ach, ich bin doch gar nicht fies. Ich bin... die liebste Person, die es gibt auf der ganzen weiten Welt. So. Bist du gespawnt? Okay. Warum spawnt er nicht? Ah, da ist er! Okay. Dann versuche ich jetzt einfach mal einen Long Jump gegen ihn zu machen. Und dann... Okay, dann hoffe ich einfach mal, dass der kaputt geht. Dadurch. Ah. Warum macht er denn meine... So. Ja, nice, geht so. Perfekt.
Uah. So. Boom. Yeah. Sehr schön. Wo geht's dann hin? Erstmal hier. Gibt es hier Krakeelchen? Ja, auf der anderen Seite müsste es Krakeelchen geben. Erstmal noch gucken, wo der andere Mond hier ist, der sich hier irgendwo verstecken soll. Okay. Der soll hier irgendwo sein. Ah, in der Truhe. Schön. Nee, den hatten wir schon. Es war nicht der Mond. Viele mir fehlen. 6. 6 Stück. Aber aber das Ruinland ist ja in 2 unterschiedlichen Teilen aufgeteilt. Hier fehlt mir noch der eine. Ich weiß nicht, ob Toad nachher noch irgendwie... Scheiße, ich dachte, ich schaff's. Verschätzt, Kacke. Halt's Maul. Wo ist denn der eine? Ich sehe vielleicht wieder irgendwo ganz oben in der Luft oder so. Nein. Ah, da ist er. Okay, 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 ich habe ihn gesehen. Ah, wieder da. Liegst doch nicht mehr im Bett. Ich habe gerade gefragt, ob du noch im Bettchen liegst, Nena, oder ob du schon aufgestanden bist. Oder hast du dir einen Kaffee gemacht? Sehr wahrscheinlich, dass die nie scheint, dass die Nena sich einen Kaffee gemacht hat. Das ist sehr wahrscheinlich. Da ist er. Auf dem geborstenen Bogen. Easy. Und jetzt geht's mal rüber. Wir versuchen erstmal wieder alle Monde ohne Toad zu bekommen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann fragen wir Toad mal wieder um Hilfe. Wenn du mich immer überliest, was? Ah, ich lass mal kurz die Katzen raus und komm dann wieder. Habe ich echt überlesen. In der Tat. Entschuldigung. Ja, habe ich gesehen. Hast du doch vorhin schon geschrieben. Habe ich doch gelesen. Brauchst dich nicht wiederholen. Skylar trinkt keinen Kaffee. Ja, die Nishine nämlich auch nicht. Deswegen habe ich das ja so gesagt. Die Nishine trinkt auch keinen Kaffee. Ich möchte gerne nochmal die City mit all ihren Wolkenkratzern und ihrem geschäftigen... hat die uns jetzt einen Mond gegeben? Ja, 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 hat sie, okay. Hier gibt es noch irgendwo einen Mond, immer das gleiche mit dir. Ach komm schon, stimmt doch gar nicht. Stirbt doch gar nicht. Ja, das haben wir aus dem Forstland gelernt, ne? Dass einfach so blöde Steine, die hier rumliegen, auch Monde sein können. Jetzt geh kaputt. Kaffee ist momentan dein Lebenselixier. Ich überlese dich gar nicht immer, Nena. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wann geht der denn kaputt? Hallo Mond, komm raus! Muss man irgendwas Bestimmtes machen? Okay. Nimm dies, Drache! Hey, warum? Warum geht das nicht kaputt hier? Mach was! Dauert das... Mach ich irgendwas verkehrt? Wir finden auf einen anderen Stein werfen. Wo war noch ein anderer Stein? Wo war noch ein anderer Stein? Wo ist hier noch ein anderer Stein? Da ist noch ein anderer Stein! Ja, jetzt ist der andere Stein kaputt gegangen.
Und an den Mond hier komme ich immer noch nicht. Hm? Warum geht das denn nicht kaputt hier? Mond, komm raus. Keine Ahnung. Was mache ich falsch? Gucken wir erstmal nach dem Mond hier. Hä? Was soll das? Drache, hast du uns noch was zu sagen? Ich bin so müde. Okay. Ah, ich hätte es andersrum machen müssen. Okay, das erklärt. Ich hoffe, der spawnt gleich nach. Ansonsten müssen wir gleich nochmal... Obwohl, wenn wir in der Rakete waren und dann gleich wieder kommen, dann spawnen die bestimmt nach. Okay, I see. Ich hätte es andersrum machen müssen. Na schön, wenn ihr es unbedingt so wollt. Stellt euch aber auch an. Auf einem mächtigen Horn. So, den haben wir. Und dann gehen wir auch einmal... Ich glaube, der spawnt nicht nach, ne? Ne. Gehen wir noch einmal in die Rakete. Weiß zwar nicht mehr genau, was das war. Haben wir ja schon gemacht. Kam das jetzt erst neu dazu? Ich habe keine Ahnung. Daran kann ich mich nicht erinnern. Hast dich denn jetzt wieder ins Bettchen gelegt, Nina, oder was machst du? So, daran kann ich mich nicht erinnern, das haben wir noch nicht gemacht. Okay. Ah. Ah. Ich sehe gerade so früh auf wegen meinen Tabletten und was vergesse ich zu nehmen, die Tabletten. Ja. Bist im Bettchen, sehr schön. Da spielt ihr Ready Splatoon. Ich glaub's ja nicht. Ist ja Splatfest am Grinden. So. Gibt es hier sowas wie... Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee, ich glaube erstmal nicht. Ah, doch, da oben, ne? Nee, macht keinen Sinn. Solange es nicht gefährlich ist. Ja, das ist das Einzige, was ich kann. Splatoon... Ach, Mario Kart kannst du auch. So. Und den machen wir. Oh, nicht getroffen. Nein, nicht getroffen. Hallo! So. Mario Kart spielst du doch auch gar nicht so schlecht und doch auch ganz gerne. Ist doch okay. Splatoon spielen wir gleich auch nach Mario Odyssey noch ein bisschen. Wer dann Bock darauf hat, können gerne alle mitspielen. Machen noch ein bisschen. Ja. Aber... machen noch ein bisschen Mario Odyssey und dann machen wir später spielen wir auch ein bisschen Splatoon. Nochmal ein bisschen das Splatfest ausnutzen, was ja heute noch läuft. Okay, wie kommen wir dahin? Nein! Glück gehabt. Dafür bin ich in Mario... Stimmt doch gar nicht. Nina, du bist doch... Schlecht bist du in Mario Kart auch nicht. Das ist doch Quatsch. Ah! Okay, ich dachte schon, ich schaff's nicht. Ja, da hoch. Geht nicht. Okay, Moment mal. Wie kommen wir zu dem Mond? Was kann Splatoon 2? Nur den ersten? Ah, okay. Huch! Was ist denn hier passiert? Okay.
Genau, da wollte ich das, meinte ich. Ich wusste, dass man das so lösen muss. Viel zu einfach. Du hast nur den ersten Teil. Ah. Wir werden gleich noch ein bisschen Splatoon 2 spielen. Bip, bim. Ah, nicht getroffen. So. Ach, das klappt so gar nicht. Ach so, wir müssen den ersten. Ach so, wir müssen den. Ich dachte, wir schaffen den Sprung. Das heißt, wir müssen den ersten. Wir müssen den ersten so stellen, oder? Nee, ist ja genauso hoch. Ist ja Quatsch. Mehr Zielwasser trinken. Ich habe kein Zielwasser. Schmeckt mir nicht. Das heißt, der sollte so sein. Und der sollte dann auch unten sein, ne? Ja. Perfekt. So, und dann noch die letzte Passage hier rechts und dann haben wir es eigentlich schon, ne? Jetzt nur noch hier. Okay, das ist doch eigentlich auch einfach. Ist das nicht eigentlich einfach? Das ist doch eigentlich einfach, oder? So, dann Mitte und dann oben. So, und dann oben, ne? Hehe. War klar. Oh, Mario. Meine Lieblingswelt in Mario Odyssey? Ach, der muss nach Mitte. Ah, jetzt habe ich wieder nach oben unten gezielt. Meine Lieblingswelt in Mario Odyssey. Ich glaube, das Küstenland gefällt mir ganz gut. Das Küstenland ist, glaube ich, mit meine Lieblingswelt. Das finde ich ganz schön, ja. Warum? Das war doch Mitte. Hallo. Das Spiel verarscht. Und was gefällt dir am besten? Welche Welt gefällt dir am besten? So. So. Und jetzt ganz oben. Komm schon. Easy. Und meine absolute Hasswelt ist das Forstland. Boah, habe ich da gekotzt, als wir im Forstland waren, ne? Eieieiei. Küstenland und Ruinenland. Also ich finde das Küstenland auch sehr schön. Forstland, boah, ich habe so gekotzt, als ich da war. Ich habe da auch noch nicht alles komplett. Ich glaube, da fehlen mir noch das Bowserland. Das Bowserland gefällt mir auch nicht. Na, das gefällt mir auch nicht. Das stimmt. Und ins Forstland müssen wir auch noch mal zurück. Da fehlen uns noch ein oder zwei Monde, weil einmal wir ein Lied nicht hatten. Einmal, ach ja, der Stein, ne? Sind die jetzt nachgespawnt? Ja, ist er. Einmal, wo war ich stehen geblieben? Genau, einmal, ich glaube, ein Hinweiskunst fehlte uns. Und ein Lied von diesem Musiktaut da. Wirklich? Wow. Gut, fandst du das? Ja, ich weiß. Danke. Richtig. Nice. Richtig gut, ja.